Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir uns im letzten Video um Reifendimensionen, also Reifenbreite, Flankenhöhe etc. gekümmert haben, schauen wir uns heute mal die Felge an, also das Teil, wo der Reifen überhaupt drauf montiert wird. Viel Spaß! Egal ob Stahl oder Aluminium oder sogar Magnesiumfelge, die Dimensionen sind immer die gleichen. Ich habe hier als Beispiel mal eine 6,5 JX15 HET35 Felge genommen. Was bedeutet das Ganze? Um aus dieser Beispieldimensionierung jetzt die für uns wichtigen Daten zu ermitteln, müssen wir das Ganze erstmal entschlüsseln. Und dazu teilen wir diese Beispieldaten mal einfach auf. Das 6,5 steht für etwas, das J, das X, 15, das H und ET35 beschreibt auch wieder was. Aber was beschreiben diese ganzen Zahlen jetzt überhaupt? Das 6,5 bezeichnet die Maulweite der Felge. Die Maulweite, das ist nichts anderes als der Abstand von den Felgenhörnern zueinander. In Zoll. Das gibt also an, wie breit unsere Felge ist. Eine 6,5 Felge wäre jetzt 6,5 mal 2,54 cm breit und eine 8J Felge wäre halt 8 mal 2,54 cm breit. Also die erste Zahl gibt an, wie breit unsere Felge ist. Wofür steht jetzt das J? Das J gibt Auskunft darüber, wie unser Felgenhorn abgemessen ist. Also ob wir hier jetzt einfach so eine 90 Grad Kante drin haben oder das Ganze ein bisschen abgerundeter ist. Da gibt es verschiedene Abmessungen. Welche Abmessungen es dann noch gibt, das findet ihr zu Genüge im Fachkundebuch oder auch im Internet. Kommen wir zur nächsten Bezeichnung. Das X. Das X steht in unserem Beispiel dafür, dass es sich hierbei um eine ungeteilte Felge mit einem Tiefbett handelt. Das Tiefbett sehen wir hier. Das bedeutet also, dass das Bett der Felge, dieser Teil hier, tiefer gelegen ist als der Rumpf. Und ungeteilt heißt einfach nur, dass die Felge aus einem Stück ist. Da gibt es ja auch noch dreiteilige Felgen oder auch zweiteilige Felgen, die dann verschraubt werden zu einer gesamten Felge. Die haben dann entsprechend einen anderen Buchstaben und hier kein X stehen. Da haben wir die ersten drei Bezeichnungen schon mal fertig. 6,5, die Maulweite der Felge, also der Abstand zwischen den Felgenhörnern in Zoll. J, die Abmessung des Felgenhorns hier und das X, was in dem Fall für eine ungeteilte Tiefbettfelge steht. Kommen wir zu den nächsten drei. Die 15. Und das sollte hier eigentlich jeder wissen, der sich ein wenig für Autos interessiert. Das steht natürlich für unseren Felgendurchmesser. Dieser Durchmesser wird natürlich auch wieder in Zoll angegeben und beschreibt einfach den Abstand von diesem Felgenhorn. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier unten das gleiche Teil nochmal wäre, wäre unser Felgendurchmesser der Abstand von hier bis nach da unten. Und da der Durchmesser ja einfach nur zweimal der Radius ist und wir jetzt annehmen können, dass hier die Mitte der Felge wäre, trage ich hier jetzt einfach mal die Hälfte des Durchmessers ein. Das wäre dann unser Radius. Und wenn man sich das Ganze jetzt gespiegelt vorstellt, als ganze in der Hälfte durchgeschnittene Felge, dann wäre das unser Felgendurchmesser in Zoll. Kommen wir zur vorletzten Bezeichnung, das wäre unser H. Und das H gibt an, was für einen Hump, was für eine Form eines Humps wir hier in der Felge haben. So, wo ist überhaupt der Hump? Wir brauchen hier und dort so eine Wulst, damit der Reifen, der sich ja hier gegen die Felgenhörner abstützt, bei Kurvenfahrten nicht ins Tiefbett gedrückt wird. Ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, hier sitzt ein Reifen drauf, wir fahren in eine Kurve, da wirken seitliche Kräfte auf den Reifen und versuchen den hier reinzudrücken. Damit das nicht passiert, haben wir hier noch eine kleine Erhöhung, die den Reifen dann sozusagen festhält auf der Felge. Und das H gibt an, um was für eine Form des Humps es sich bei dieser Felge handelt. Es gibt auch noch FH für Flat Hump oder H2 für beidseitiger Hump. Ich habe jetzt hier mal einen normalen Hump eingezeichnet. Das ist wie gesagt so eine Wulst oder kleine Kurve. Und ein Flat Hump wäre dieses hier.
dass wir gar nicht mal so eine Kurve hier haben, so eine Krümmung, sondern einfach diese Wulst ein bisschen abgeflacht ist. Die letzte Bezeichnung, das ET35, steht für die Einpresstiefe der Felge. Die Einpresstiefe gibt an, wie weit die Aufnahme der Radnarbe von der Felgenmitte entfernt ist. Und um das mal ein bisschen besser darzustellen, mache ich jetzt ein neues Bild. Wie gesagt, beschreibt die Einpresstiefe den Abstand von der Auflagefläche, also da, wo die Felge die Radnarbe berührt, zur Felgenmitte. Bei unserem Beispiel mit einer Einpresstiefe von 35 mm wäre die Auflagefläche hier also 3,5 cm von der Felgenmitte entfernt. Und somit hätten wir eine positive Einpresstiefe von 35 mm. Hätten wir eine Einpresstiefe von 0, wäre die Auflagefläche der Radnarbe genau in der Felgenmitte. Und wenn sich die Auflagefläche hinter der Felgenmitte befindet, haben wir eine negative Einpresstiefe. Das sähe dann so aus. Die Auflagefläche liegt hinter der Felgenmitte und wir hätten jetzt hier bei einer beispielsweisen Einpresstiefe von minus 35 mm einen Abstand von der Auflagefläche bis zur Felgenmitte von wiederum 35 mm. Aber da wir uns in die andere Richtung bewegen, also Richtung Fahrzeug, ist das Ganze negativ gekennzeichnet. Was man über die Variation der Einpresstiefe erreichen kann, ist eine verschiedene Spurbreite des Fahrzeugs. Wenn ich normalerweise eine Felge fahre, die eine Einpresstiefe von hier 35 mm hat, also unsere Radnabenaufnahme hier liegt, und mir jetzt Felgen hole, die vielleicht nur noch eine Einpresstiefe von 5 mm hat, dann ist unsere Radnabenaufnahme ja 30 mm weiter nach innen gerückt und dadurch steht unser kompletter Reifen auch 3 cm weiter raus. Das heißt, wenn ich die Einpresstiefe verringere, steht mein Reifen weiter aus dem Radkasten raus. Und wenn ich die Einpresstiefe erhöhe, steht er näher am Fahrzeug. Deshalb ist es auch wichtig zu beachten, wenn man sich neue Felgen holen möchte, dass die Einpresstiefe passt. Weil sollte die Variation da zu groß sein, kann es sein, dass die Felge an der Bremsanlage scheuert, an Bremsschläuchen, am Federbein oder an irgendwelchen Koppel- oder Stabi-Stangen. Und das möchte man ja nicht. Wenn es jetzt aber eine Felge gibt in einer Dimension, die für mein Fahrzeug passt, aber nur die Einpresstiefe passt leider nicht, zum Beispiel, wenn ich normalerweise eine ET35 fahre und die gibt es jetzt nur in einer ET55. Das Ganze würde noch weiter dastehen, die Auflagefläche von der Radnarbe. Also würde mein Reifen 20 mm weiter im Radkasten stehen, kann man sich mit Distanzscheiben behelfen. Auch wenn die eigentlich zur Spurverbreiterung gedacht sind, da kann man die Einpresstiefenvariation auch so ein bisschen mit ausgleichen. Muss man natürlich mit dem TÜV abklären. Aber so kann man Felgen auf Fahrzeugen fahren, wo die Einpresstiefe vielleicht nicht richtig passt. Und das wäre es für heute wieder gewesen. So viel zu Felgenbezeichnungen und wofür die ganzen Buchstaben und Zahlen hier überall stehen. Lass mir gerne ein Abo und ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Video.